Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coil Blog. Und jetzt sagt sie, schon wieder so ein Genesis-Bürstenfilter, der tausendste Block und überhaupt. Und so, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, was gibt es eigentlich Schöneres, wenn man so ein Deck hat? Hier sind es, glaube ich, so WPC-Platten, wenn ich das richtig sehe. Und man hat da jetzt 4 Meter auf, glaube ich, sind 80 Zentimeter breit. Und da findet die ganze Schmutzabscheidung statt. Man hat 0,0 Lärm. Ja, man kann diese Decks ganz gut in die Terrasse integrieren. Man kann sie aber auch 20 Meter wegbauen. Das funktioniert auch noch. Und ja, und alle, Moritz hat gerade gesagt, 4, vielleicht 5 Wochen reinigt er. Ja, und da sage ich Ihnen, das ist ein Standalone-System. Ich habe schon oft gesagt, Olli Rogisch sagt, seither kann er 4 Wochen in Urlaub gehen oder zur Olympiade oder sonst irgendwas. Und er muss sich keinen Kopf machen. Wenn man 2 Pumpen hat, wenn man eine Redundanz hat, dann kann auch mal eine ausfallen. Deswegen sterben die Fische nicht. Alles ist gut. Es wird das Wasser vielleicht ein bisschen drüber, weil der Schmutz nicht so schnell vom Teich zum Filter transportiert wird. Aber das sind wirklich, und das muss ich so sagen, rundum sorglos Pakete. Ja? Keine Steuerung, keine Pumpen, kein gar nichts, wo alles ausfallen kann. Und glauben Sie mir, ich kenne mittlerweile so viele Coil-Liebhaber, die sagen, diese Scheiße an der ganzen Technik ist, dass die immer dann ausfällt, wenn man es am wenigsten brauchen kann. Man kommt in Palma de Mallorca am Flughafen an und dann ruft der Nachbar an und sagt, du, dein Teich ist so laut, weil gerade einen halben Meter Wasser vom Trommelfilter rausgepumpt wurde oder es steigt die Steuerung genau am 23. Dezember aus, wenn man nichts Neues reinkriegt. Also da muss man sagen, das sind schon die schlagenden Vorteile von einem Bürstenfilter. Und was willst du? Willst du auch ins Fernsehen kommen? Ja, und gerade eben, als Moritz aufgemacht hat, ich habe gefragt, wann hast du zuletzt gereinigt? Sagt er, vor 1,5 Wochen. Und wir sehen vorne im Filtereingang, sehen wir nachher so ein bisschen Schmutz. Und hier hinten sind jetzt die Bürsten dick voll. Und jeder, der jetzt in den Filter reinguckt, der keine Erfahrung hat mit Wasseraufbereitung, mit biologischer Wasseraufbereitung, ich habe es letztes Jahr mal davon gehabt, wir sprechen immer vom Biofilter, aber ein Filter ist was ganz anderes, wenn ich filtere, dann habe ich im Prinzip nach dem Filtervorgang habe ich eine Stofftrennung, fein und grob oder sonst irgendwas, aber hier wird ja was abgebaut, also das Wasser wird aufbereitet. So, wenn Sie da jetzt reingucken, dann denken Sie, ach, der Moritz, der hat da hinten die letzte Kammer nicht leer gemacht, das ist jetzt Dreck, da ist noch Kot drin, das ist der Bakterienbelastung für die Teiche. Und dann bin ich hingegangen, habe oben reingelangt, habe es rausgeholt, habe rangerochen und dann haben sie einen intensivsten Geruch nach Waldboden, so wie ich das immer sage, moosiger Waldboden, wo eine Meute räudiger Füchse drüber gerannt ist. Ne? Und das ist genau das, was endlich mal in die Köpfe rein muss. Und das habe ich auch immer mal wieder erzählt. Wir nennen es Kot, wir nennen es Scheiße, wir nennen es Fäkalien, was sich alles negativ anhört. Aber das, was von uns oder respektive von den Fischen als Kot abgegeben wird, sind für ganz viele andere Kleinstlebewesen, ist das Nahrung. Ja? Und wir machen uns immer Gedanken darüber, wie groß muss unsere biologische Wasseraufbereitung sein, also unser Filtermaterial, die angebotene Oberfläche, dass das, was am Tag an Ammonium und Nitrit entsteht, dort von Bakterien, die sich dort ansiedeln, abgebaut werden kann. Also wir suchen eine Balance. Ja? Und je größer unseren Filter, desto mehr können wir irgendwann mal füttern, weil die Balance auch immer wieder nachziehen kann. Wenn es Ammonium mehr wird, werden irgendwann auch die Bakterien mehr. So, das ist die Autotrophie. Und jetzt schauen wir uns das hier an. Der Kot sind genauso Nährstoffe, weil das Ammonium und Nitrit, was ja für unsere Fische in ab gewissen Konzentrationen Gift ist, ja, das wird von den Bakterien unschädlich gemacht. Und genauso ist es mit dem Kot auch. Ja, natürlich wäre, wenn wir jetzt Kot und keine Bakterien hätten, dann ist das natürlich irgendwann mal für die Fische schädlich. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor oder freunden Sie sich mal mit dem Gedanken an, Sie haben eine funktionierende Bürstenfilteranlage, wo Sie vielleicht auch einen Teil, so wie Moritz hier, den gar nicht so sehr sauber machen. Ja, vielleicht öfters mal den Filtereingang reinigen, aber den Ausgang gar nicht so stark reinigen. Und jetzt stellen Sie sich vor, irgendwann haben Sie da ganz, ganz, ganz viele Kleinstlebewesen, die auch völlig unschädlich für Ihre Koi sind, die eigentlich von diesem Kot leben und ihn unschädlich machen. Und dann kriegen Sie irgendwann mal aufgrund des nährstoffreichen Wassers, kriegen Sie ein riesen Mikrobiom. Und das ist am Ende auch wieder das, so wie Konishi, mein Mentor, sagt, dieses ergreifende, dieses Konaremisu, dieses glänzende Wasser, das aussieht wie Sake. Ja? Und so einfach ist das Spiel. Wenn Sie jetzt den Teich neu anfahren, bla bla bla, dann funktioniert das erstmal nicht, dann ist das Wasser erstmal hart und kalt und wirkt ja, wenig glanzvoll. Und dann mit der Zeit kommt die ganze Geschichte. Ich habe Ihnen ja gesagt im vorangegangenen Blog, dass das Wasser hier momentan keinen Glanz hat. Er hat aber auch keine wirkliche Algenbildung an den Wänden momentan. Das sind immer so Zwischenphasen, würde ich mir überhaupt gar keinen Kopf machen. Was er momentan macht, extrem viel Wasserwechsel, 800 Liter am Tag. Ja, das ist schon viel und wenn das jetzt mein Teich wäre, würde ich sogar trotzdem, dass es ein bisschen braun, ein bisschen gelblich wirkt,
würde ich das einfach mal ein bisschen runterfahren, vielleicht nur 500 Liter am Tag, reicht immer noch aus. Im Moment, da sind gar nicht so ganz viele Fische drin. Gerade hat die Frau von Moritz auf ihn gezeigt und hat gesagt, so, weil die Frauen sind der sparsame Part. Jetzt rechnen wir 300 Liter am Tag gespart, mal 30 sind 10 Kubik, mal 2, das sind dann im Monat schon wieder 20 Euro gespart. Aber Moritz sagt gerade, er braucht das Wasser eh zum Gießen. Also von daher alles gut, war jetzt auch Spaß. Also. Und solche Filter, das sind einfach, ich mag diese Dinger. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, weil ich einfach so verdammt viele gute Erfahrungen damit gemacht habe. Bringst du mir mal dein Spielzeug, dann werfe ich das. So, danke schön. Hey, das Telefon klingelt, ich gehe mal ran. Bitte? Ach, das ist ein Wecker. Das muss ich machen? So, geht doch, kein Problem. So, das hatten wir auch noch nicht. Öfters mal was Neues. Hier sind zwei Genesis-Pumpen drin, die fördern hinten zum Bioturm. Das zeige ich Ihnen jetzt auch noch. Aber ich zeige Ihnen erstmal die Biologie im Filter, die so herrlich nach Waldboden riecht. Also das hier ist der Filtereingang. Vor 1,5 Wochen wurde der gereinigt und ich sage Ihnen auch hier, aber ich will das jetzt selber mal testen, auch das, was wir hier drauf haben, bin ich mir sicher, selbst am Filtereingang riecht es nicht fäkal. Überhaupt gar nicht. Auch das, was ich jetzt losgetreten habe hier, ist Waldboden. Weil wenn Sie die Biologie hier mal drin haben, die explodiert nämlich dann förmlich. Übrigens, diese Schaumstoffmatten, die gehen nicht bis nach unten, sondern nur die oberen 10 cm. Da will Moritz einfach verhindern, dass das ganze Wasser praktisch oben drüber fließen kann oder zu viel Wasser oben drüber fließen kann. Und wenn Sie da mal reinschauen, hier sieht man überhaupt keine Schmutzpartikel. Also hier noch ein Papierfilter anzuschließen, wäre im Prinzip kommt. Blätter Quatsch. Und auch hier sehen Sie, diese Biologie, das ist genau das, was Sie brauchen. Wenn Sie an dem Punkt angelangt sind, dann haben Sie es geschafft, müssen Sie über Ammoniumnitrit und all den Kack überhaupt keine Gedanken machen und über den Kack übrigens auch nicht. Und die hintere hat er jetzt nicht gereinigt und ich sage Ihnen, das hier ist pures Gold für die Anlage. Ja? Das, was hier in den Bürsten drin ist, ich sage Ihnen, auch wenn Sie mich jetzt vielleicht für einen Spinner halten, aber viele von Ihnen tun das ja ohnehin, diese vier Bürstenreihen, was da an Biologie drin steckt, die bauen im heterotrophen Bereich so viel, wenn nicht sogar noch mehr ab, als so einen ganzen 1,5 Kubikmeter großer Bioturm, der autotroph arbeitet, weil da keine Schmutzpartikel ankommen. Und den zeige ich Ihnen auch noch. So, das muss ich aber glauben. Ah ja, da können Sie oben reingucken. Ich nicht, bin zu klein. So, da hat er also nochmal so ein paar Prozent, 8% Biofiltervolumen. Das hier ist ein verzweifelter Versuch, eine Kletterpflanze dazu zu animieren, ihren Turm. Moritz stand gerade hinter mir, die ist frisch gesetzt. So, ich sage jetzt nichts mehr. Also sie wird es irgendwann schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Also hier noch ein Bioturm und dann hier in 2 Wochen kommt der Elektriker und macht das neu. Derzeit läuft alles über die Kabeltrommel. So was sollten Sie nie tun. Das Erste, was ich gemacht habe, war drauf lang, ob sie heiß wird. Aus irgendwelchen Gründen wird die nicht heiß. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Supraleiter. Da können Sie sogar einen Brand mit verursachen durch entstehende Induktion. Das ist wirklich nicht gut. Und hier hat er einfach alles drin und da wird aber das richtig professionell aufgestellt. Hier hat er schon die Leitung, ja. Oh, nein, Spaß. Hat er schon die Leitung, dass er über 2 getrennte Kabel die Geschichte absichert. Weil auch Moritz ist ein gebranntes Kind, was Fehler und angeht und macht jetzt mit Überwachung und SMS-Alarm, wenn irgendwas ausfällt. Weil er hat drin im Wohnzimmer ein riesen Aquarium und das hat er einfach mal mit Frischwasser mit der Temperatur vernichtet. Kenne ich übrigens auch Koi-Liebhaber, die das geschafft haben. Welche sogar bekannte Koi-Liebhaber, die Sie aus dem Blog kennen. Die haben in ihren kleinen Aufzuchtteichen auch einen Grundwasserpumpschlauch bla 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 hängen lassen. Und dann ist die Temperatur nach unten gerast. Und am Ende war alles tot. Weil das mögen die Koi gar nicht, wenn sie die von 25 auf 12 Grad runterkühlen. Und das können sie schon schaffen. So. Ich habe jetzt extra wegen den Koi, sehen Sie, dass Ihre Koi wirklich zu wenig gekriegt haben. Kannst du noch eine Handvoll reinwerfen? Mir geht es nicht um die Koi, mir geht es um den Umsatz. Gefüttert wird, kann ich ihn auch mal. So, und noch eine.
Uns können wir bitte so lassen, wie er ist. Der ist mitbekanntlich. So, also, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Danke an Moritz und seine Frau, deren Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Wie war's? Kerstin. Und machen Sie es gut und schauen Sie mal wieder rein. Ciao.